In dem heutigen Rocket League Video zeige ich euch meine Rocket League Garage mit allen Autos und allen verschiedenen Items. Ich habe lange so ein Video nicht mehr gemacht, daher dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. Deshalb lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da, würde mich riesig freuen. Und schreib mal in die Kommentare, ob du vielleicht sogar eine geilere Garage hast als ich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Autos an. Ich hoffe, das passt so, dass meine Facecam unten links am Start ist, ja. Ich habe zum Beispiel der Animus GP. Ich habe mit dem Wagen noch nie gespielt. Backfire habe ich auch noch nie gespielt, obwohl der Wagen sehr, sehr krass sein soll tatsächlich. Dann natürlich der absolut legendäre Battlebus in Titanweiß. Breakout habe ich auch am Start. Dann natürlich der Bugatti, ist so typisch für die Garage einfach. Dann das Bumblebee-Auto, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich auch generell mal wieder zocken. Ja, ich habe den Dominus in Schwarz und in Gold. Ich habe die Fast and the Furious-Autos selbstverständlich. Dann habe ich zwei Fennex, sogar nochmal einen goldenen und einen Titanweiß. Ich wusste gerade gar nicht, dass ich den titanweißen Fennec überhaupt habe. Weiter geht's mit dem Ferrari, dann natürlich der Ford. Also ich habe so ziemlich eigentlich fast alle DLC-Autos. Das Ding ist ja auch, dass mein Account, den ich eigentlich hatte, damals gebannt wurde. Und da sind halt auch nochmal richtig krasse Items und Autos am Start. Und natürlich auch extrem viele DLC-Autos, ja, die hier jetzt auf dem Account nicht am Start sind, die ich aber eigentlich besitze. Dann natürlich vom Rocket Pass von vor ein paar Seasons, der Honda Civic. Ja, dann natürlich hier wieder der Jurassic World Wrangler. Dann haben wir den Knight Rider auch am Start. Dann Season 7 Rocket Pass Auto. McLaren ist am Start. Wir haben hier die Nissan Silvia Autos aus der aktuellen Season, ja, glaube ich. Rose Hawk, ja, XL ist auch ein paar Mal am Start. Volkswagen auch. Sehr, sehr geil. Habe ich auch echt aktiv freigeschaltet, muss ich sagen. Und im Großen und Ganzen war es dann schon mit den Autos. Du bist auf der Suche nach günstigen Rocket League Autos, Items und Credits? Dann schau dir auf jeden Fall meine Partnerseite Rocket League Exchange an. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Dort bekommst du beispielsweise 1100 Credits, ja. Schon für nicht 5,79 €, denn du sparst nochmal mit meinem Code Reapers 3%, ja. Sondern du zahlst dann eben nur 5,62 €. Hier gibt es alles Mögliche. Ihr könnt sogar einfach Drops kaufen, also goldene Eier oder so. Ist richtig crazy. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Gerne auschecken. Weiter geht es dann mit den Aufklebern. Hier haben wir natürlich jetzt die aktuellen Bundesliga-Aufkleber am Start. Die gibt es übrigens gerade auch noch im Shop zu kaufen. Ihr müsst mal schauen, wenn das Video hier online kommt, ob die dann noch am Start sind. Ja, 3 Tage und 4 Stunden auf jeden Fall jetzt gerade, wo ich das Ganze am 20.08. aufnehme, da ich natürlich ein bisschen vorproduziere für die Gamescom. Wer sich die aber gerne holen möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Dann haben wir natürlich hier die Star Wars Aufkleber am Start, die auch sehr, sehr geil sind. Dann hier auch sehr kuriose Aufkleber teilweise. Hier sind so viele Aufkleber am Start. Mit dem habe ich wirklich noch nie gespielt, ja, also weiß ich nicht, das sind so komische teilweise am Start. Dann hier das RLCS Decal, was vor kurzem rauskam zur RLCS. Das muss ich sagen, habe ich sehr aktiv gespielt und werde ich demnächst auch wieder aktiv spielen. Nur gerade gefällt mir mein Car-Design einfach ultra gut. Ich glaube, ich habe gerade sowieso gar kein Decal drauf. Ja, also ihr seht hier, ihr könnt so ein bisschen durchgucken. Das finde ich noch ganz cool. Es sieht irgendwie ganz nice aus. Sunset, da finde ich auch nicht so bad. Aber ansonsten, ich habe wirklich nicht so krasse Decals, muss man ganz ehrlich sagen. Hier seht ihr übrigens gerade mein aktuelles Car-Design. Ja, hier, ich habe überall eloxierte Perle ausgewählt für die Leute, die wissen wollen, wie man dieses Auto nachmacht, ja. Ist wirklich easy peasy, ja, also gerne nachmachen, wenn ihr das nachmachen wollt. Kommen wir zu den Rädern. Hier muss ich sagen, habe ich auch sehr, sehr viele hässliche Räder. Ja, also wir können hier mal so ein bisschen durchskippen. Die sehen irgendwie ganz lustig aus, muss ich sagen. Aber hier spiele ich auch nur ganz wenige Räder, ja. Die hier waren sehr special, ich weiß gar nicht mehr, wie man die bekommen konnte, aber die waren auf jeden Fall sehr special. Die C3PO-Räder habe ich auch noch nie gespielt. Wenn, dann zocke ich halt, ja gut, die Dishi, die gehen sogar echt fit. Draco Titanweiß, die finde ich nice, die habe ich auch schon des Öfteren mal gezockt. Ja, die finde ich ganz fresh, ansonsten, ja, so die Fast and Furious-Räder habe ich auch zwischendrin natürlich mal gespielt, je nachdem. Muss man ja auch teilweise auf den Autos dann verwenden, auf den DLC-Autos. Aber hier sind so wirklich so tausende Räder am Start. Die habe ich noch nie beim Leben gespielt. Auch so hier so Honey-Räder und so. Die habe ich, wenn dann, nur mal bei einer Challenge gespielt. Dann die hier sehen auch ganz, ganz schlimm aus. Ja, welche Räder spiele ich noch so aktiv? Wenn dann halt wirklich unten hier die Öm-Räder. Ja, die sind ganz basic. Dann haben wir hier unten noch irgendwo die Jamané-Räder. In Titanweiß habe ich die, glaube ich, hier auch am Start auf dem Account.
Genau, die hier, die sind auch sehr, sehr geil. Und natürlich die Zombas habe ich sogar gar nicht in Titanweiß auf dem Account. Aber die sind natürlich auch sehr basic und die hat man dann in Gold auch schon hin und wieder mal gespielt. Bei den Boosts sieht es sehr, sehr mager aus tatsächlich. Ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht woher, habe ich diese Dimensionator als Boost. Dann habe ich natürlich irgendwie hier alles wirklich am Start. Aber es sind halt alles so Boosts, die benutzt man einfach nicht. Ich glaube, das ist auch aus der aktuellen Season. Das ist ganz okay, muss ich sagen. Kann man mitnehmen. Aber ansonsten, ich spiele ehrlich gesagt meistens den Standard-Boost. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich überhaupt nicht spiele. Also wenn, dann wirklich nur mal in der Challenge, die ich hier auf YouTube mache. Und zwar natürlich Dachaufsätze. Die nerven in meinen Augen einfach nur beim Zocken. Ja, so totaler Quatsch. Also wer auch immer damit zockt, hat jegliche Kontrolle über sein Leben verloren. Obwohl ich sagen muss, dass das sogar gerade irgendwie actually ganz nice aussieht. Nächstes Thema ist auch so eine Sache, spielt man eigentlich auch nicht, wenn man wirklich gut in Rocket League ist und ein bisschen Plan davon hat, dann spielt man eigentlich keine Antennen, also die solltet ihr auch immer weglassen. Kommen wir zu den Goal Explosions. Die Goal Explosions sind ziemlich, ziemlich interessant. Ich habe auch nicht so viele, ich habe halt eben Drachenduell in Gold, habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal im Shop gezogen, ist sehr, sehr geil. Dann natürlich hier die Basic Tor Explosion aus dem Rocket Pass, ne, Lotusblüte auch. Dann natürlich hier von der Nike-Kooperation die Nike Goal Explosion, Optimus Prime von der Transformers. Kollabo, dann hier so Partyzeit, dann habe ich hier Smoke Show, auch aus dem aktuellen Rocket Pass, Sensemann in Titanweiß habe ich mir auch im Shop gekauft, fand ich auch sehr geil, Fledermaus, auch sehr, sehr wild, T-Rex, darf auch in keiner Garage fehlen, finde ich. Ja, die Trails, die überfliege ich einfach nur mal so, die könnt ihr so durchschauen, ich spiele da eigentlich meistens S10 Großmeister. Ja, aber sieht jetzt eigentlich auch nicht so schön aus. Müsste ich vielleicht auch mal austauschen, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Entwürfen. Ja, da gehe ich auch nochmal hier so ein bisschen was durch. Ich habe nämlich echt teilweise, glaube ich, ganz coole Entwürfe. Vor allem habe ich auch eben ein paar Fennec-Entwürfe. Also wenn jemand eventuell einen Fennec-Entwurf haben möchte, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ansonsten sind hier jetzt aber auch nicht so interessante Entwürfe. Also klar, so ein paar Black Market-Entwürfe sind da am Start, aber Entwürfe sind sowieso generell ein schwieriges Thema. Man muss eben dafür ja immer noch Credits bezahlen, deswegen, ja, weiß ich immer nicht. Drops habe ich auch aktuell extrem viele am Start. Es wird auf jeden Fall demnächst auch wieder ein fettes Opening geben. Könnt ihr euch darauf freuen. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, fast alles gezeigt. Um das Video jetzt aber nochmal abzurunden für die Leute, die gerne meine Einstellung haben wollen, ich zeige sie euch einfach einmal ganz kurz. Das sind meine Kamera-Settings. Dann seht ihr hier meine Steuerungseinstellungen, da könnt ihr einfach das Video easy peasy pausieren. Wenn ihr das sehen wollt, Tastenbelegung, ja, ist halt echt nicht viel geändert. Ich habe zwei, drei Sachen geändert, das auf L1 gestellt. Dann die Luftrolle rechts auf R1 und dann nur die Ergebnisliste hier hingesetzt, weil sonst sich das irgendwie überschneidet. Hier seht ihr meine UI-Einstellungen, einfach auf 80%, ganz entspannt. Dann Videoeinstellungen, ist natürlich alles niedrig, würde ich euch generell immer empfehlen und passt auf jeden Fall auch eure FPS an, ja. Also ihr könnt zum einen natürlich auf Uncapped gehen, würde ich euch halt empfehlen, oder wenn ihr einen 144 Hertz Monitor habt oder auch 240 Hertz, dann wählt ihr halt eben die FPS-Anzahl aus von eurem Monitor. Audio-Settings ist, denke ich mal, relativ egal. Ich habe alles sehr leise eingestellt, auf jeden Fall so eingestellt, dass es halt wirklich perfekt einfach passt für die Aufnahmen und für den Stream. Aber das war auf jeden Fall meine Rocket League Garage und meine Einstellungen. Aber das war auf jeden Fall jetzt meine Rocket League Garage, meine gesamten Autos und Items und eben noch meine Rocket League Einstellungen zum Abschluss, weil viele immer danach fragen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du meine Garage findest und ob deine vielleicht sogar krasser ist. Bin sehr, sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo, da würde mich riesig freuen. Ich bin raus, euer Barry. Ciao, ciao.